Kai-Uwe ist krank. Na toll. Ich habe aber noch irgendwo Medikamente rumliegen, also können wir Kai-Uwe eigentlich zusammenflicken. Müssen wir mal gucken, was Kai-Uwe hat. Wir müssen darüber. Ach, wenn doch nicht. Ich hätte und wollte sehr gerne mit dir darüber verhandelt, dich einzufangen. Oh. Ich befürchte, das wird mit der. Also jetzt, achso, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich fürchte, das wird mit der Armbrust eher nix. Wir können uns das hier mal auf Distanz angucken. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist ein richtiges Distanzmonster. Ja, und dann rennen die schon alle, ne? Ja. Hoch. Das muss ja gar nicht durchladen. Oh, das hat funktioniert. Irre, sammel's ein. Wenn du schon die Chance hast, mach's auch. Vielleicht kriegen wir einen neuen Kai-Uwe. Oh, ein neuer Kai-Uwe. Ja. Ja. Ich werfe ihn Profi. Gut, jetzt hätten wir es geschafft. Ne? Dann kann ich ja kurz aufsatteln. Ich wollte noch ein bisschen Palladium sammeln. Im eigentlichen Sinne war das Ziel. Palsfang ist immer nur ein Bonus. Weil ich brauche ein neues Pferd. Wenn ich das richtig sehe, sind wir da nicht mehr ganz so gut ausgestattet. Und hier unten gibt es eigentlich sehr reichlich von dem Zeug. Das ist eigentlich ganz geil. Schön, wieder mal ein Level up beim Palladium sammeln. Und da gibt es noch reichlich, das nehmen wir alles mit. Sollen wir den Stein aufheben und dann können wir mal gucken. Da hinten ist noch mehr. Ja, dann sind wir wieder außer Atem. Ich kurz Pause machen. Gut hat. Wir hätten retten Schaf. Jetzt rennt oben sein Leben, keine Ahnung warum. Wahrscheinlich hat das wieder mit mir zu tun. Eigentlich Holz oder irgend sowas. Wir gehen auf jeden Fall das letzte Palladium holen und dann können wir uns über den Wegpunkt zurück zur Basis bewegen. Ich sattel erstmal auf und dann gucken wir mal, was so geht. Hier abbiegen und dann ist hier oben irgendwas ein Liftmank. Ja, gut, das lassen wir jetzt mal fliehen und dann bewegen wir uns darüber und dann wird das schon. So, dann können wir mal zur Pahlkiste, Werkbank gehen und können gucken, dass wir vielleicht ein paar Sphären bauen. Da sind ein paar drin, das ist gut. Dann machen wir mal so die Hälfte vom Palladium für Sphären. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich dafür aber noch mein Depresso brauche. Dann gehen wir mal kurz gucken. Ich hatte hier irgendwo Medizin drin. Da. Wo ist denn das? Das Liftmank, das war doch... Das ist depressiv. Gott weiß, warum das depressiv ist, das arme Ding. Ich hoffe, ich fütter jetzt aufs Richtige. Nein, natürlich nicht. Das war falsch. Das war Bertha.
Die wollte ich nicht füttern. Habe ich natürlich jetzt bei der letzten Medizin verbraten für. Dann müssen wir mal ganz kurz hier an die Medizinwerkbank gehen. Ich habe aber auch noch die Medizin. Die müsste ich auch noch irgendwo haben. Wo habe ich denn die hingepackt? Ah, das sind wieder so Sachen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Timmy. Da. Gut, ich habe Hunger. Ja, das ist okay. Wo ist denn der Kollege hin? Details ansehen. Okay, da sind wir bei den Details. Dann füttern wir dich mal und dann kriegst du mal hier so ein... Vielleicht bist du danach nicht mehr depressiv. Es war auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall ein Traum, wenn du das nicht mehr wärst. Er ist immer noch depressiv, okay. Das hat bestimmt mit dem Ding zu tun hier. Da geht nämlich genau drin. Und jetzt muss man mal gucken, die Infrastruktur sagt mir, wir stellen das jetzt erstmal hier hin. Das sagt mir die Infrastruktur. Jetzt kommen auf jeden Fall erstmal meine Jungs an. Und dann wollen wir mal hoffen, dass das Ding danach funktioniert. Ansonsten muss ich die vielleicht mal ganz manuell da reinsetzen. Das könnte dann helfen. Wir werden das jetzt überwachen. Komm mal gerade her. Vielleicht chillst du mal eine Runde da drin. Was sagst du denn dazu? Ist nur so ein Gedanke. Okay, war nur kurzzeitig interessant. Dann kann ich es auch nicht weiter ändern, wenn du da keine Lust drauf hast. Ich habe alles probiert, was in meinen Möglichkeiten ist. Und warum hier keiner diese Wolle einsammelt, ne? Das ist ein Debakel. Ich mach's einfach selbst. Kann mir wer... Haben wir Bären? Warum schwebt da eine Wolle über dem Feld? Ich mach mal hier und dann gehe ich mal ans Feuer und mache vielleicht ein paar... Eier. Die hat auch eine geistige Gesundheit von 35. Was ist denn los mit euch? Die einzigen, die einigermaßen rundlaufen, sind meine... Warte mal, ich hatte hier irgendwo den Bogen, ne? Nimm den mal mit. Und dann geh mal gerade an die Kiste. Und dann reparieren wir den mal. Nein, wir reparieren den nicht, wir haben kein Holz. Ah, das ist wahrscheinlich alles aufs Haus draufgegangen. Aber hier ist ja eigentlich genug drin, ne? Eigentlich. So, dann reparieren wir unsere Spitzhacke und unseren Bogen. Dann gehen wir nochmal kurz hier an die Werkbank und bauen uns einen Metallspeer. So, das machst du. Du machst Rührei, ne? Hier, die Spiegeleier. Gut. Nutzt wer das Ding? Nein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum die das nicht benutzen. Ich weiß es nicht. Ich habe ganz ehrlich keinen Plan. Das ist auch ganz ehrlich gar nicht mal so schön, dass ich es nicht weiß. Wie ist denn das jetzt mit den Eiern? Kannst du da mal ein bisschen Gas geben? Danke. Also gut gemacht. Du bist traumhaft unterwegs. Warte doch mal, Jürgen. Jürgen hat kein Interesse. Wie weit bist du mit meinem Speer? Das dauert auch länger. Das dauert auch länger als erwartet. Ich müsste da nochmal irgendwas fangen, was ein Kühldings hat, damit ich den Kühlschrank bauen kann. Das wäre auch schön.
Also gut gemacht, Digi. Wir haben jetzt einen Metallspeer. Ja. Den können wir wegschmeißen. Ciao. Ich hab noch zwei Eier im Inventar. Die bringe ich mal wieder hier drüben zur Box. Du holst Holz, ne? Ja, das ist gut, dass du Holz holst. Das ist toll. Ein ganzer Traum. Wir bräuchten auch noch neue Pfeile. Lass das doch. Warum machst du das denn? Töte das doch nicht. Das arme Ding. Nein! Aha, ich muss das ausstellen. Ich wollte den eigentlich benutzen. Oh, ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Pass mal auf. Ich hätte eine Idee, was wir machen. Ja. Kannst du kommen? Ja, danke. Das ist gut. Ich wollte was essen. Das war mein Plan. Ich wollte hier. Und hier, der kriegt auch was. Und mein Wolf kriegt auch ein bisschen was ab. Und dann bereiten wir uns mal darauf vor, dass wir jetzt Chillet töten. Da kriegen wir nämlich die ersten Punkte. Dann können wir da Sachen bauen. Und wir machen erstmal hier ganz langsam. Und ganz langsam ist auch ganz wichtig. Man kann natürlich bei Chillet sicherlich mit einem eleganteren Gegner-Mob-Paar angreifen als mit einem Wolf, aber tendenziell wird's wohl klar gehen. Müssen sie nur finden. Läuft hier irgendwo rum. Die olle Ziege. Ah, da oben ist sie doch. Chillet, da ist sie. Warte, ich verpasse hier eine. Zack, hab hier eine verpasst. Hätte mein Wolf ein gewisses Interesse da mitzumischen? Ah ja, mein Wolf hätte ein gewisses Interesse da mitzumischen. Ja, ich sollte vielleicht mal hinter den Bäumen weggehen. Ich sollte natürlich vielleicht den Angriffsbefehl geben. Das könnte natürlich total Sinn machen. Das hätte natürlich wahrscheinlich auf lange Sicht Ach komm, ich wollte es doch einfangen. Das war doch der Plan. Jetzt läuft. Ja, also auf jeden Fall war das Chillet. Nur, dass wir das mal geklärt haben. Ne? Nur, dass wir das mal geklärt haben. Das war der erste Boss. Von ein paar, die wir machen werden. Oh, ich habe ein Brot dabei. Das ist schön. Das esse ich auch direkt erstmal. Kriegt beim Wolf auch was ab von. Wir haben noch ein paar Eier. Oh, hier alle ausgerüstet. Ich hätte Chillet gerne gefangen. Habe ich halt nicht geschafft, weil ich wieder reagiert habe wie ein Sack Schrauben. Langsam und bedächtig. Dann reiten wir mal ein bisschen weiter. Gucken mal, was haben wir da unten? Ah, da ist das da. Da ist ein Ei. War ich hier schon? Ja, hier war ich natürlich schon. Wir könnten... Was könnten wir machen? Wo könnten wir hin? Wir könnten auf die Brücke, da kommen wir darüber. Das ist mir noch nicht so... Da will ich noch nicht hin. Wir gehen... Ach, so kann ich ja von hier gar nicht. Ach, das wird doch... Und, oh, warte mal, seit wann ist denn hier oben? Das ist ja cool, das ist ja interessant. Das wusste ich noch gar nicht. Dass hier auch so viel Eisen ist. Aber das macht doch keinen Sinn, weil da hast du keinen Teleportstein. Da sind Alpaka-Lama-Dinger auf Hios. Dann... Mal kurz hier... Ja, bau. Bau. Alpaka-Lama-Viechos. Ich frag mich gerade, weil da ist ein Pinguin. Das ist interessant. Der Pinguin, der ist... Der Pinguin ist relativ spannend. Ja. Auf 3 Meter nicht getroffen. Und dann gekillt. Aber wie ist die war nun die Eisdrüse? Für den Moment zumindest. Was sind da drüben? Paldium. Warte mal, da ist ein Chimit. Oh, das ist auch tot.
Ach, das wollte ich doch nicht. Ich wollte es doch fangen. Na gut, das sind die Schwachen. Die sterben halt. Ach, das ist der Turm vom Boss. Ich frag mich, warte mal, wir sind. Ich bräuchte dafür vielleicht einen anderen. Hier, den bräuchte ich da. So einen würde ich gerne mitnehmen. Ich mach mal gerade die Spitzhacke aus dem Inventar. Und dann mach mal den Angriffsbefehl einstellen. Und dann schießen wir mal drauf. Und dann bewerfen wir das mit einem Kugel. Und dann. Dann geht das direkt weiter. Was ist da los? Nächster Versuch mit diesem dämlichen Vogel. Armbrust macht vieles besser. Ich hol schon mal meinen Bogen raus, weil der braucht vielleicht noch einen. Nein. Alles klar. Hoch. Hab ich wohl daneben geschossen. Oh, da drüben sind Wilderrohr unterwegs. Warum? Und wen greift er an? Ah, er greift den zweiten Elch an. Ja. Und dann versuchen wir den mal einzufangen, würde ich sagen. Und dann werden wir uns mal hier bei den Wilderern austoben. Zack. Zack. Ich wollte den mal fangen. Killen wir das einfach alles. Und die haben wir den Händler getötet. Das ist ja traurig. Den Händler, den hätte ich jetzt mal kurz gut gefunden. Aber hey, dann hast du halt keinen Händler. Dann laufen wir mal ganz kurz. Was war ich denn jetzt eigentlich unterwegs? Das ist da auch wieder so ein Thema. Achso, ich habe erstmal Chillit getötet. Ja, das war grundsatzmäßig gut. Aber der zweite Punkt war eigentlich, dass ich erkunden wollte. Wir machen. Ja, ich mach mal einen Lebenspunkte, ne? Jetzt könnten wir eigentlich mal ganz kurz. Lass mal den hier rausholen. Aber das kann ich noch nicht. Jetzt muss ich das erst lernen. Wo ist der Vogel? Vogel. Da ist der Vogel. Gut. Kann ich nicht, weil ich habe keine Fasern. Warum habe ich denn keine Fasern, Alter? Wer hat denn keine Fasern? Junge, Junge, was ich alle nicht habe. Dass da Fasern zuzählen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wo ist denn das Holz jetzt hin? Ich hatte doch hier eine Axt. Ich glaube, Fasern gibt es dabei, ne? Dann holen wir mal ein paar Bäume gerade. Damit wir ein paar Fasern kriegen, dann kriege ich einen Vogel und dann. Und dann bin ich hochglücklich. So, wir haben Fasern. Es ist ein bisschen nervig übrigens, dass sie das in alle möglichen Kisten tragen. So, der Pinguin kommt. Ich werfe einfach meinen Depresso dahin, der kann den Sattel aufbauen. Und dann werfen wir mal hier das rein und das Ei. Und das Horn. Kannst du auch da reinmachen. Nägel machst du auch einfach mal mit da rein. So, alles andere wäre hier. Und ansonsten. Ah, das habe ich auch hier schon. Das ist ja interessant. Da sollte ich vielleicht drüber nachdenken, dass ich das dann an eine Stelle trage.
Wir hatten noch irgendwo Munition. Die haben wir da. Das ist gut. Ah, ich habe jetzt ein antikes Teil, ne? Das ist auch toll. Das ist auch toll. Ah, da hatte ich auch schon Hörner. Da wollen wir die antiken Teile da reinmachen. Gut. Das hier könnten wir vielleicht da rausholen. Und ich würde das clevererweise vielleicht hier in die gleiche Kiste werfen. Machen wir die Nägel einfach da rein. Sortieren das kurz und freuen uns, dass wir das alles haben. Dann können wir bauen die Kühlbox. Die Kühlbox stellen wir dann erstmal hier oben hin. So, mal gucken, ob irgendwer kommt und mit mir baut oder ob die alle... Ach, die sind alle beschäftigt mit anderen Sachen. Die essen. Das Schaf hat jetzt erkannt, es könnte mir helfen, aber... Ah, da kommt ein anderes. Da kommt Wolfgang. Wolfgang ist unterwegs. Und Penny macht auch einen Schuh, das ist super. Oh, es sitzt tatsächlich wie im Pool. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Und wir könnten unsere Palbox updaten. Haben wir gemacht. Jetzt brauche ich einen Kochtopf, Weizenfeld und eine Mühle. Das mit dem Weizenfeld, das habe ich übrigens gewusst. Ist nur so ein... Ah, ich habe nicht genug Weizensaat, na klar.